Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Customization is everything. Seit 10 Jahren ist das die Richtschnur, die Leitschnur, das Thema von H2O. H2O ist eine Uhrenfirma, eine Uhrenmarke aus dem Norden Deutschlands, vor 10 Jahren ins Leben gerufen von Clemens Hellberg. Clemens Hellberg, auch heute noch Geschäftsführer von H2O, hat einen langjährigen Hintergrund im Inland, sowohl im Ausland, in führender Position bei technischen Produkten für Endverbraucher. Insofern ist da eine gewisse Affinität zu Uhren da, auch wenn es nie wirklich um Uhren ging. Der Schritt von den führenden und Managementtätigkeiten für andere hin zu Uhren hat dazu geführt, dass wir heute eine sehr, sehr eigenständige Uhrenmarke in Deutschland haben, die durch ein Design heraussticht, was man so nicht bei anderen Uhren sieht. Außerdem Design gibt es aber auch noch technische Feinheiten, wie zum Beispiel den aktuellen Weltrekord in der Wasserdichtigkeit. 16 Kilometer, 10 Meilen ist aktuell die Wasserdichtigkeit, die Tiefe, die die Top-Uhr aus dem Sortiment von Hellberg aushält. In Arbeit ist eine Uhr mit 25 Kilometern Wasserdichtigkeit. Das sind natürlich alles Sachen, die niemals in der Realität getestet werden können, sondern die im Labor getestet werden. Und die 10-Meilen-Uhr mit den 16 Kilometern hat im Labortest sogar 25 Kilometer geschafft und ist erst dann implodiert, sodass nichts näher lag, als die 25 Kilometer plus Sicherheitsmarge als nächstes Ziel zu stecken. Die Uhren sind dadurch natürlich extrem robust und dadurch auch nicht wirklich klein und schmal. Eine Uhr mit über 20 mm Dicke ist da keine Seltenheit. Ich freue mich außerordentlich, dass ich mit Clemens Hellberg ins Gespräch kommen konnte und anlässlich des 10-jährigen Firmenjubiläums diese Marke auf meinem Kanal vorstellen kann. In Zukunft werden auch 3, 4 Uhren, ich weiß noch nicht genau wie viele, im Detail vorgestellt werden. Und besonders dankbar bin ich dafür, weil diese Uhren aus dem Privatbestand von Clemens Hellberg kommen. Denn, und das ist eine weitere Besonderheit von H2O, die Uhren werden nicht auf Lager produziert. Es gibt ein unglaubliches, und das meine ich jetzt wirklich so, ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten, sich die Uhr individuell zusammenzustellen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal anhand der Webseite. Auch der Portfolioüberblick fällt mir wirklich nicht leicht, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Modelle, die sich oft nur im Detail unterscheiden. Gemeinsam ist allen eins, es sind alles Taucheruhren, es sind alles robuste Uhren und preislich für meinen Geschmack und für das Gebotene absolut attraktiv. Es geht bei unter 1000 Euro los und selbst die Weltrekordsuhr mit 16 Kilometern, 10 Meilen liegt um die 2000 Euro und das finde ich extrem bemerkenswert. Umso neugieriger bin ich darauf, wie die Uhren dann in der Realität aussehen, aber das werde ich euch selbstverständlich in detaillierten Videos in den kommenden Wochen zeigen. Jetzt würde ich euch aber gerne erst einmal zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich eine Uhr individuell zusammenzustellen. So, hier sind wir auf der Seite von H2O. Ich werde eine Uhr auswählen, die ich selber sehr schön finde und attraktiv, und zwar die H2O Kalmar 2 3000 Meter. Ich gehe
auf die 3000 Meter, also nicht die Slim-Variante, nicht die flache Variante, sondern wirklich die dicke mit der hohen Tauchtiefe. Das Grundmodell kostet 1035 Euro, aber es lässt sich in verschiedenen Varianten individuell gestalten. Ihr seht hier, es gibt vier Möglichkeiten, eine Gehäuse- und Bandvariante zu wählen, und es gibt 45 verschiedene Ziffernblattdesigns bzw. Ziffernblattwerkskombinationen. Ich entscheide mich mal für die blaue mit den runden Indizes. Bei den Stundenzeigern gibt es 10 verschiedene zur Auswahl, und auch hier nehme ich einen etwas präsenteren Stundenzeiger, denn bei einer massiven, dicken Taucheruhr darf das hier ruhig auch etwas massiver sein. Bei den Minutenzeigern haben wir 12 Zeiger zur Auswahl. Ich entscheide mich für den orangefarbenen, und bei den Sekundenzeigern, wo 14 zur Auswahl stehen, entscheide ich mich für den mit der orangefarbenen Spitze. Es gibt 6 unterschiedliche Lünettendesigns. Mich hat am meisten angesprochen das Design der massiven Turbine mit den bedruckten Taucherskala. Inlay gibt es keins, weil es eben eine massive Lünette ist, und so sieht die Uhr dann im Computer-Rendering aus. Das ist schon eine sehr, sehr eigenständige Uhr, und was ich wirklich klasse finde, ist das Band, denn das ist auch richtig massiv und sieht auch entsprechend schwer aus. Hier sieht man, dass die Uhr wirklich keine flache und keine dezente Uhr ist, sondern ein richtig massiver Klopper. 1356,60 € kostet diese Uhr, wenn ich sie mir so zusammenstelle, wie ich das hier gerade getan habe. Interessant fand ich auch die Tatsache, dass die Uhren nicht in Deutschland oder Europa ihren Hauptabsatzmarkt finden, sondern überwiegend nach Amerika und zum Teil auch nach Asien gehen. Also eine Marke, die ihren Sitz in Deutschland hat, aber ihre Kunden überwiegend im Ausland. In Deutschland gibt es eine solide Fangemeinde, aber richtig bekannt ist die Marke nicht. Und ich fand sie immer schon interessant, auch wenn sie an meinem Arm leicht überdimensioniert wirken. Trotzdem wollte ich euch das unbedingt einmal zeigen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig neugierig machen auf die Uhren, die in den nächsten Wochen kommen. Ich bin super neugierig und freue mich jetzt schon darauf, sie euch zu zeigen. Bis dahin, bleibt gesund, geht Corona aus dem Weg und freut euch auf die Videos. Tschüss, Axel.